voll, in die Presse. Voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. Audio, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, einer ganz besonderen für mich von Voll in die Presse, denn bis zum heutigen Tag habe ich gewartet, um mit euch, meine lieben Freunde, mein erstes Bier im Jahr 2021 zu trinken. Also mein erstes Bier mit Alkohol. Und ich habe, damit ich direkt mal euch quasi beim Reichen des Bieres vorstellen kann, hier eine schöne Viererstange mitgebracht, Peterskölsch. Und da geht. Oh, fuck! die hat so einen schönen Bügel, allerdings konstruktionsbedingt ging der auf beim. Das nehme ich mal hier, du musst jetzt nicht das vollgesabberte. Also. Ja, schon ganz feucht im Schritt jetzt. Genau, ich bin ganz feucht im Schritt. Ich wollte ja euch eigentlich vorstellen, während ich euch das gebe. Also erstmal der Prolo Ferrari. Sehen Sie hier, wie Ben Cartwright, der völlig aus der Übung ist, versucht, ein Bier zu trinken. Stimmt, ich bin einfach nichts mehr gewohnt. Ja, auch die zitternde Hand. Ja, das ist diese. Ich habe wirklich, letztes Wochenende hätte ich ja schon gedurft. Einmal der Beef Rogers und dann noch natürlich der Herr Sammer. Wer pfeift denn hier heute immer? Bitteschön. Meine Hose hat schon angetrunken. Ihr noch nicht? Also schönes Bügelschloss hätte ich jetzt fast gesagt. Wie heißt das denn hier? Bügelverschluss. Ich freue mich so. Ich bin den ganzen Tag freue ich mich auf diesen Moment, dass ich ein Bier mit Zündung hier trinken kann. Oh. Also tut uns leid, liebe Hörerinnen und Hörer. First things first. Prost, ihr Lieben. Oh, sehr schön gemacht. Ich wünsche euch was. Zum Wohl. So, dann kippt. Oh, guck mal hier, der ganze Sitz ist feucht. Meine Güte, man könnte meinen, ich habe mich sehr gefreut auf dieses Bier. Guck dir das mal an, die Sauerei. Also jetzt muss mir mal einer zur Seite springen, beziehungsweise das Wort übernehmen, damit ich mich hier im Schritt ein bisschen trockenlegen kann. Ja. Ja, dann ergreife ich doch gleich mal die Initiative. Ich habe bei diesem schönen Bier ein Klassiker unter den Getränken. Wer ist ein Klassiker unter den Geheimagenten übrigens? Na? Inspektor Clouseau. Nein, na, James Bond. Fast Inspektor Gadget. Genau, zu Inspektor Gadget, also vielmehr James Bond, habe ich natürlich auch was dabei. Ihr wartet ja bestimmt wie ich sehnsüchtig nicht auf den neuen James Bond Film, der ja nun mittlerweile diverse Male verschoben wurde, weil er unbedingt ins Kino soll und im Kino ist halt gerade leer. Und nun ist es so, die Verzögerung hat jetzt laut der Sun, der britischen allseits bekannten Zeitung The Sun, zu einer bizarren Geschichte geführt. Es muss nämlich nachgedreht werden. Könnt ihr euch vorstellen, warum der gute, inzwischen im Schrank alternde James-Bond-Film plötzlich stellenweise nachgedreht werden muss, weil er einfach jetzt zu lange im Schrank gelegen hat? Irgendwo ein Datum zu sehen. Oder ist am Ende Donald Trump irgendwo im Bild oder zitiert worden? Ein politisch-historisches Ereignis. Banaler. Der war noch in der EU, der hat noch einen EU-Pass. das der auch. Hat den harmonisierten EU-Geheimagenten. Genau, richtig. Konnte so über die Grenze. Ich hätte jetzt gesagt, ja, der Film spielt in Bulgarien und die Lizenz zum Töten ist jetzt durch den EU-Austritt auch ausgelaufen. Nein, leider kein nicht. Kein grenzüberschreitender Kill. Ist richtig, es ist viel, viel, viel banaler. Es hat mit dem schnöden Maman zu tun. Es ist nämlich so, dass die Werbedeals zu platzen drohen, bezüglich des Product Placement, was im Film ja nun wie in den bisherigen Filmen auch immer ganz leicht dezent betrieben wurde. Denn die niegelnagelneuen James-Bond-Produkte sind jetzt gar nicht mehr so neu. Und konkret wurden wohl, das ist übrigens geheim, welche Produkte von Nokia, Omega, Adidas und seltsamerweise auch Bollinger Champagner. Ach, hat Nokia noch dieses Handy mit den großen Tasten. Richtig, das 7130. Nein, ja, ganz so lang liegt er nicht im Schrank, aber es ist tatsächlich so, dass die Markeninhaber bzw. die Werbegeldsponsoren inzwischen nervös geworden sind, weil sie gar nicht mehr nagelneue Produkte haben, die da präsentiert werden. Die sind nämlich jetzt so langsam schon ein bisschen veraltert. Und was macht man da? Es ist die Rede davon, dass man es vielleicht digital nachbearbeiten könnte oder einzelne Schlüsselszenen nachdrehen. Denn ihr kennt ja das ist ja so auch so ein James-Bond-Klassiker, wenn der Quartiermeister Q, wie er hier beschrieben wird, die ganzen Spielzeuge präsentiert, die James Bond dann mit auf seine Reise nimmt.
und die Szene ist jetzt also nachzudrehen. Mhm. Dem Film ging es wohl so generell nicht so ganz gut. Ja, da sind wohl irgendwie Danny Boyle, ich kenne ja keine Hollywood-Leute, aber Oscar-Preisträger Danny Boyle ist als Regisseur gegangen, hat seinen Drehbuchautor gleich mitgenommen und da soll die Geschichte auch wohl ein bisschen drunter gelitten haben. Also der Film steht unter keinem guten Stern. Und jetzt ist auch noch das neue Nokia veraltet. Das neue hatte Nokia. Schon T9, aber was man macht. Was ich mich gerade frage, wo du Q ins Spiel bringst beim Product Placement, diese Gadgets, die der da dem James Bond immer präsentiert, wäre ja der Knaller, wenn das letztlich die Produkte wären, die irgendwie geboostet werden sollen. So irgendwie so ein Kugelschreiber, der, keine Ahnung, ein Maschinengewehr, verstecktes Maschinengewehr ist und das soll dann eben beworben werden, weil es das demnächst im Saturn gibt. Ja, statt Maschinengewehr gibt es einfach 4 verschiedene Farben. Könnt ihr euch das vorstellen? In einem Kuli. Richtig. Ist ja undenkbar. Boah, das geht nicht. Sowas geht nicht. Genau, CDs kann man auch nicht schreiben. Ja, genau. Ja. Ja, aber ich würde das aber überfordern, wenn ich an meinem Kuli rumdrücke im Schreibtisch und dann würde da irgendwie, da vorne was rausschießen, was auch immer, außer der Mine. Das würde mich tatsächlich im Alltag überfordern. Tja. Ja. Was ist aber immer nett. Also diese Szenen mit dem Kuh, die sind immer eigentlich am schönsten in dem Film. Aber ich finde das Product Placement nervig. Wo wir gerade beim Film sind, da könnte ich vielleicht hier einmal ganz kurz eine kleine Geschichte, die auch einen aktuellen Bezug hat, einstreuen. Kennt ihr den Film Contagion? Wahrscheinlich ganz hoch wieder auf den Streaming-Listen seit Corona. Puh. Contagion. Also ich kann es euch sagen, Matt Damon und Gwyneth Paltrow stecken sich irgendwo in China bei einer Fledermaus mit einem Virus an, der die ganze Welt in Atem hält und im Endeffekt eine Blaupause darstellt für das, was jetzt gerade passiert. Ich habe mir den Film tatsächlich letztes Jahr, als Corona losging, angeguckt mit meiner Familie. Und da sterben die Leute innerhalb von 3 Tagen an dem Ding. Ist aber auch auf einem Markt eine Fledermaus, die irgendwie einen Koch beißt und keine Ahnung, der Koch hustet dann die Gwyneth Paltrow an und so weiter. Der Matt Damon ist einer der wenigen, die quasi nicht sich anstecken können und so weiter und so fort. Und das Entscheidende ist, auch in dem Film, der geht über einen längeren Zeitraum, entwickeln sie dann ganz schnell einen Impfstoff. Und dann passiert so ein Wettrennen um diesen Impfstoff. Und im Endeffekt genau das, was wir jetzt sehen, die machen dann im Fernsehen eine Lotterie. Anders als wir das jetzt haben mit Altersgruppen und so weiter, machen die halt eine Lotterie. Und dann werden jeden Abend werden dann zufällige Geburtsdaten gezogen. Was weiß ich, für alle, die mir was schicken wollen und schenken wollen. 5. März wäre jetzt mein Geburtsdatum oder auch hier die Jungs, die haben auch 13.12., weiß ich, beim Sommer hat er Geburtstag, kann man was machen, dann wäre der dran und dann kann er sich impfen lassen und alle anderen leben in totaler Isolation. Und diesen Film hat sich der britische Gesundheitsminister mal ganz genau angeguckt, letztes Jahr schon, wie gesagt, viele, der schnellte in den Streaming-Charts nach oben und hat deswegen eine Impfstrategie aufgesetzt, letztes Jahr im August, die ihn jetzt triumphieren lässt, weil er zum einen entschieden hat, dass AstraZeneca den Impfstoff im Land produzieren muss, damit die Briten so eine Art Erstzugriffsrecht haben. Und dass er dann auch weiter entschieden hat, dass nicht nur die ursprünglich geplanten 30 Millionen bestellt werden, Impfdosen, sondern 100 Millionen. Der hat einfach das dann ganz kurzfristig im August schon nachbeauftragt, hat das alles, da wird er ja für gelobt, dingfest gemacht, weil er unter anderem diesen Film gesehen hat und da eben gesehen hat, dass letzten Endes nicht die Entwicklung des Impfstoffes das wahre Wettrennen ist, sondern die Verimpfung des Impfstoffes. Und eigentlich, muss man sagen, hat er damit recht behalten. Ja, also unter den Regierungschefs, die ihre oder ehemaligen Regierungschefs, die ihre Informationen ausschließlich aus dem Fernsehen beziehen, hat er auf jeden Fall da Glück gehabt. Ja, aber es ist doch schon überraschend, dass man so einen Film braucht, um irgendwie sich im August, ja, also da ist die Pandemie schon bald ein halbes Jahr alt, um sich da dann mal schlüssige Gedanken zu machen, wie man eigentlich den Impfstoff unters Volk bringt, statt irgendwie, weiß nicht, über 1 Million 80-Jährige plötzlich an einem Tag alle ans Telefon greifen zu lassen und sich dann wundert, dass das nicht funktioniert. Also, naja. Ja, also den Artikel, den ich jetzt hier gerade so ein bisschen wiedergegeben habe, der war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da stand aber auch in der Bild und überall sonst. Und er hat natürlich immer betont, dass das nicht seine primäre Quelle
war, die ihn sozusagen zu dieser Impfstrategie bewogen hat. Aber das hätte nochmal so einen Ausschlag gegeben, da wirklich ja, sehr intensiv auch sich darum zu kümmern, nicht nur eben mehr Dosen zu bekommen, sondern auch schon im August ein Impfkonzept zu entwickeln. Und das ist ja auch so ein Vorwurf, der viele andere Gesundheitsminister trifft, den sie nicht widerlegen können. Und insofern, ja, hier ist aber auch noch eine kleine sozusagen Downside, würde der Engländer sagen. Er hat in dem Film sich auch was anderes abgeguckt, nämlich, dass die Verimpfung und vor allem auch die Behandlung von in dem Fall Corona-Infizierten in einer Turnhalle passiert. Das ist in dem Film so, die bauen dann Turnhallen um und behandeln dort die angesteckten Leute. Haben sie in Großbritannien auch gemacht, nämlich Messehallen in Krankenhäuser oder Massenkrankenhäuser umzuwandeln. Hat aber so ein bisschen, wenn man das in der Presse nachlesen konnte, dazu geführt, dass sich das zum Superspreader-Event irgendwie weiterentwickelt hatte. Also das war jetzt nicht ganz so super, weshalb die Autorin, das fand ich jetzt ganz süß, am Ende noch Oscar Wilde bemüht in einem Bon Mot, der sagt, ein Politiker kann sich wohl nur leisten, dass das Leben die Kunst nachahme, wenn eine Maßnahme Erfolg gekrönt ist. Also soll heißen, wenn es gut läuft, dann kann er sagen, haha, ich hier, ne, hab das aus dem Film. Aber im Film geht es auch gut aus, ja. Nicht, dass das dann eine Dystopie ist und der gute Mann war völlig aus dem Häuschen und hat gar nicht mehr zu Ende geguckt, ja. Hinterher waren alle tot, hat er verpasst. Hatte, na, Glück gehabt. Ich meine, die Frau stirbt, die Gwyneth, und der Typ, klar, der kann ja nicht infiziert werden, der überlebt. Ich weiß nicht mehr, was mit den gemeinsamen Kindern da war. Aber was ganz cool ist an dem Film, und das war ja am Anfang der Corona-Zeit auch immer so, dass man halt immer fragte, wo kommt's her? Ne? Woran hattet ihr Legge, sozusagen? Woran hattet ihr Legen? Ja, das ist ja mal so. Und ganz am Ende ist dann die entscheidende Szene, wo dieser Koch, der auf dem Markt, dann mit der Fledermaus und so weiter, dann der Gwyneth Paltrow auf so einem Event in, nicht Wuhan, aber in irgendeiner anderen chinesischen Stadt, sozusagen, nachdem er sich vorher in die Hand gehustet hat, die Hand schüttelt. Und das ist so die letzte Szene. Okay, das war der Event, die hat's dann und so weiter, die trägt's dann weiter. Also, den kann man auf jeden Fall sich gut nochmal angucken und darf überrascht sein, wie realistisch das eigentlich alles schon ist. 10 Jahre alt, Steven Soderbergh, auch kein ganz schlechter Regisseur, hat ihn gedreht. Ich frage mich allerdings auch, normalerweise ist es ja auch so, dass sich die Drehbuchautoren in der Regel Experten holen, die ihnen das Drehbuch so ein bisschen frisieren. Ja. Ich sage mal Mediziner oder so. Insofern ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, jetzt vielleicht nicht gerade bei James Bond und seinen Kullis, aber vielleicht generell mal bei so besseren Filmen und Serien sich zu informieren. Ja, hier in dem Abspann steht auch irgendwie eine Figur D. Rosten. Ich weiß nicht, wer das ist. D. Rosten. Dieser. Aber Prollo, deine Anmerkung erinnert mich daran, habe ich gerade einen Jack Reacher von Lee Child gelesen, weiß nicht, meinen 10. oder so. Und da geht es letztlich darum, dass der Vizepräsident der USA umgebracht werden soll. Und da ist es tatsächlich so, dass der Secret Service, dessen Job es ja ist, den Präsidenten und den Vizepräsidenten zu beschützen, sich auch diese ganzen Filme, die es gibt, ich weiß nicht, Ben, Beef, ihr wisst, wie die heißen, wo der Präsident Gegenstand von Attentaten ist. JFK, ja, Con Air. Ja, JFK. Air Force One, ja, sowas in der Art. Ne? Die haben die jedenfalls in dem Buch dann alle auch detailliert analysiert, um zu gucken, ob sie daraus lernen können für den Schutz des Präsidenten. Hm. Ich finde ja ein bisschen spannend die Frage. Also, wie eben schon erwähnt, finde ich absolut richtig, dass sich die Drehbuchautoren mit Sicherheit haben wissenschaftlich beraten lassen. Und wenn man jetzt dann im nächsten Schluss sagt, naja, man müsste sich ja quasi von den Drehbuchautoren dann quasi beraten lassen, wäre jetzt für mich die spannende Frage, ob sich so eine Regierung, also entweder, ob dieses, ich sag mal, dieses Weiterspinnen der Möglichkeiten, was ja dann die Aufgabe des Drehbuchautors oder der Drehbuchautorin ist, dass man das dann irgendwie mal reinnimmt und sagt, wie können sich also Szenarien entwickeln auf einer mehr oder weniger soliden wissenschaftlichen Basis, oder ob man nicht einfach vielleicht direkt die Wissenschaftler am Anfang auch hätte mal fragen können, die seinerzeit auch solche Drehbuchautoren beraten haben, weil das ist so ein bisschen, ja, ulkig. Ich meine, ich freue mich ja für den englischen britischen Gesundheitsminister, wenn er da so pfiffig war und sich das reingetan hat. Bin ja froh, dass er nicht I Am Legend geguckt hat oder sowas. Das wäre dann ein bisschen dümmer ausgegangen. Aber egal, auf jeden Fall.
ja, also trotz allem, das finde ich so ein bisschen, also. Ich glaube aber, diese Beratung, die gibt es ja. Also es gibt ja, wenn da irgendwelche Experten Filmmacher beraten, ja, dann werden die vermutlich nach wie vor auch in der Lage und willens sein, eine Regierung zu beraten. Die Frage ist halt, ob sie darauf hört oder ob sie die halt mal anspricht, beziehungsweise vielleicht den Schuss da nicht. Alle haben tatsächlich immer so drauf geguckt, Hauptsache wir kriegen den Impfstoff entwickelt und keiner klaut ihn uns. Aber das hat mich total geschockt, als ich das irgendwo im Spiegel gesehen habe, dass die ganze EU, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber die ganze EU weniger Impfstoff bestellt hat als Großbritannien alleine. Also wenn man von allen Herstellern das zusammenrechnet, wo ich denke, also das wäre jetzt das Einfachste, wenn der Scheiß da ist, dann kaufst du, machst halt einen Sack auf und kaufst das so viel du davon kriegen kannst. Ja, ja, richtig. Also ich war auch mal geschockt, dass zu einem Zeitpunkt, also ich glaube, die EU hat dann irgendwann im November 300 Millionen bei BioNTech bestellt, aber es gab wohl noch einen viel früheren Zeitpunkt, da hatten die Amis schon 1 Milliarde Dosen bestellt. Ja, im August. Die haben das alles, die Amis und die Briten haben schon, und zwar wasserdichte Verträge gemacht, also verbindliche Verträge, als das Zeug noch nicht entwickelt war. Und in der EU, wahrscheinlich Genehmigungsprozesse, bla bla, hat das so lange gedauert. Die haben so Vorverträge wohl gemacht, aber keine verbindlichen Verträge, weshalb die sich halt jetzt auch nicht daran gebunden fühlen und das lieber an die Amis oder die Briten liefern. So verstehe ich das, aber das verstehe ich. Ja gut, andererseits, wenn es der eine nur Vorverträge, das andere feste Verträge sind, dann muss ich mich natürlich auch von Seiten des Anbieters natürlich auch an die festen Verträge halten. Also ich meine, kann ich einfach sagen, ja nö, ich bin jetzt aber, das ist ja unseriös ich, auch. Glaube ich auch, genau. Ich glaube, die Diskussion jetzt unter der Woche war ja eher, dass die AstraZeneca-Leute selbst die verbindlich zugesagten Dosen nicht liefern wollten oder konnten. Aber unabhängig davon hätten ja, wer auch immer, EU-Gesundheitsminister einfach ja auch 1 Milliarde bestellen können. Ne? Also ja. Es wundert mich halt, dass man da so als so fortschrittliche Nation oder fortschrittliche Wirtschaftseinheit das nicht hinbekommt. Ja, vielleicht hat es aber auch einen ganz anderen Grund. Vielleicht, man weiß ja, da passieren unheimlich viele Pannen. Vielleicht haben die auch einfach immer noch, um ihre juristischen Verträge abzuschließen, Faxgeräte verwendet. Vielleicht haben die wirklich noch aufs Faxgerät gesetzt. Da komme ich jetzt drauf, weil diese Woche, das ist eine Meldung vom 15. Januar, ist es mir erst untergekommen, aber es gab die Meldung, der Bundestag schafft tausende Faxgeräte ab und im Artikel im NTV wird das eine technologische Revolution genannt, dass ab der kommenden Legislaturperiode im deutschen Parlament keine Faxgeräte mehr benutzt werden sollen. 8.400 Faxgeräte werden abgeschafft. Dazu kommen nochmal 1.600 Faxgeräte von der Bundestagsverwaltung. Also durch was werden die denn ersetzt? Berittene Boten? Und vor allen Dingen, wie erreicht jetzt der Bundestag die Gesundheitsämter? Das ist dann eine spannende Frage, weil die haben nur Fax. Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. In der Tat, da werden jetzt wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre erstmal etablierte Wege abgeschnitten sein, bis dann auch die Gesundheitsämter auf andere Art und Weise kommunizieren. Die Lösung heißt Computerfax, weil ich musste unter der Woche an irgendein Amt hier in der Stadt was schicken und die haben tatsächlich nur Fax oder Brief akzeptiert, keine E-Mail, wo ich da keinen Riesenunterschied sehe. Der Jurist wird es wahrscheinlich dann erklären können und dann habe ich mir einfach über die Fritzbox oder den Router allgemein einen Computerfax eingerichtet und jetzt kann ich auch wieder faxen. Ich weiß nur nicht wem, weil ich nicht weiß, wer so ein Ding hat. Ja, Computerfax gibt es natürlich noch. Aber ich wollte euch mal fragen, in dem Zusammenhang mit der Faxmeldung habe ich dann nochmal eine ältere Meldung aus der Welt vom 23.11. rausgekramt, weil die so schön dazu passt. Es gibt ein Superamt. Es gibt ja tatsächlich auch ganz tolle Behörden in Deutschland. Ein Superamt ist das Statistische Bundesamt. Und der Ben reitet ja immer gerne darauf rum, dass ich gerne auch mal eine Statistik auspacke. So hart wird es mit den Zahlen jetzt aber gar nicht. Ich wollte euch nur mal fragen, das Statistische Bundesamt ist nämlich in der Lage, wie auch immer die an diese Zahlen kommen, Statistiken dazu zu veröffentlichen, welche Geräte oder wie viele Geräte in den Haushalten genutzt werden. Also tatsächlich, was für Geräte das sind, also zum Beispiel Faxgeräte. Und können damit sagen, welche Geräte gerade sozusagen auf dem absteigenden Ast sind, weil sie
aus Haushalten verschwinden, weil sie vielleicht dann doch langsam zu altmodisch sind. Und da wollte ich euch mal fragen, welche drei Geräte, sagt mal einfach mal so aus der Hüfte geschossen, welche drei Geräte würden euch einfallen, die so auf dem absteigenden Ast sind, die so langsam aus den Haushalten in Deutschland verschwinden, wobei mit Haushalt jetzt nicht Küche zwangsläufig gemeint ist, sondern einfach ne, alles elektronische. Habt ihr eine Idee? Also ich würde sagen Videorekorder, wenn es die überhaupt noch gibt. Meiner ist im Keller. Ja. Ja, der Videorekorder ist tatsächlich schon gar nicht mehr in der Statistik drin. Ja, ups. Eigentlich erstaunlich, weil wer Videokassetten hat, vielleicht von der, weiß ich nicht, so und so vielen Hochzeit, der braucht natürlich auch einen Videorekorder. Ja, ja, deswegen habe ich auch noch einen alten im Keller. Die Kamera, so der Onkel ist ja meistens bei allen Familienevents klassischerweise mit so einer Handkamera unterwegs. Hat das noch jemand? Ah, die Handkamera. Also, ich sag mal, zumindest so eine Kompaktkamera. Also ich glaube, Spiegelreflexkamera gibt es wahrscheinlich noch so für Nerds und für, aber so eine Kompaktkamera, das ist inzwischen wahrscheinlich völlig durch Smartphones abgelöst worden. Ich würd sagen Mikrowelle, Faxgerät und Nokia. Mikrowelle. Also die Ideen sind gar nicht so schlecht und der Beef hat jetzt auch einen guten gute Überleitung zu einem Produkt genannt, weil er das Smartphone ins Spiel gebracht hat. Also hier in der Welt ist jetzt nicht die ganze Statistik veröffentlicht, sondern es sind einfach nur ein paar Beispiele rausgegriffen. Zum Beispiel der MP3-Player. Der MP3-Player, der 2014 noch zum Höhepunkt sozusagen seines Daseins in 44% der deutschen Haushalte zu finden war, ist jetzt schon nur noch mit 29% vertreten. Und wieso das so ist, das, denke ich, leuchtet euch ein. Das, da dürftet sogar ihr hier, ihr Prollo, der ist ja so ein, er hat ja mit IT von IT und Technik keine Ahnung, kommt der bestimmt nicht drauf. Tja. Ja, Prollo, ich sag's dir, ganz einfach, das Smartphone oder besser gesagt, Das Smartphone hat einen MP3-Player. iPhone. Oh. Das ist ja das Kuriose. Wenn man das umdreht, oder was? Das ist der denn? Da habe ich nie die Öffnung gefunden. Nee, wenn der einen am anderen beim Anrufen, wenn einer singt. Aber dann, wo steckt man die MP3 denn da rein? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, das ist ganz verrücktes Produkt. Aber das Witzige am MP3-Player ist, dass Apple mit dem iPod den Hype begonnen hat und mit dem iPhone ihn auch beendet hat. Wo dann eben auch die Mucke, wie auch immer, die da reinkommen. Ja, gut, dass ihr die Frage mal aufgebracht habt, das ist wirklich kurios. Aber jedenfalls haben sie damit letztlich auch den MP3-Player seine Lebens- oder Existenzgrundlage genommen. Was, glaube ich, auch noch im Verschwinden ist, ist so ein DVD-Player. Ist das auch irgendwie da drin? Jetzt nicht im Weltartikel, aber könnte gut sein. Also ich habe jetzt nicht die komplette Statistik des Bundesamtes durchgeschaut, sondern hier kann ich nur auf den Artikel referenzieren, aber das macht absolut Sinn. Nein, das ist noch was anderes. Wir sitzen hier in Autos. Fällt euch was auf? Was fehlt? Die Hupe. Ich meine, Hupe habe ich schon vor Jahren weggeschmissen. Stimmt, weil man jetzt immer ruft. Deswegen, man beleidigt die Leute jetzt verbal. Nein, was klebt denn hier immer an den Scheiben? Siff von innen, Vogelscheiße. Meine Güte, ihr seid Pfeifen, das ist ja nicht zu glauben, ey. Navigationsgeräte sind komplett auf dem absteigenden Ast. Gab es im Höhepunkt 2016 noch zu über 50% in den Haushalten. Mittlerweile, auch wegen der Handys, schon nur noch 44%. Das geht abwärts. Was auch abwärts geht, ist die Filterkaffeemaschine, aber dafür geht aufwärts parallel. Na, wer weiß es? Wer weiß es? Kapselmaschine. Ja, der Vollautomat. Vollautomat, richtig. So, also, 1,50 breit, 4 Zapfhähne. No. Aber man kann für sogar, einen Espresso am Tag, das macht Sinn. Man kann sogar sagen, dass in dem Maße, wie die Filterkaffeemaschine runtergeht, es beim Kaffee-Vollautomaten hochgeht. Interessant finde ich, dass die Filterkaffeemaschine, die hatte jahrelang über konstant nur 60%. Das heißt, in 40% der Haushalten wurde kein Kaffee getrunken. Das finde ich jetzt schon bedenklich. Das ist entsetzlich. Vielleicht war die Studie in England. Pulverkaffee. Wir haben ja tatsächlich noch eine Filtermaschine, aber mit Mahlwerk. Und ich muss sagen, so frisch gemahlene Bohnen schmecken auch im Filter tatsächlich besser. Ansonsten waren wir aber auch ganz platt zu knauserig für so ein Hypergerät, was man mehr putzt als bedient. Ja. Darf ich noch ein Wort einwerfen, Anrufbeantworter? Jawohl, du bist gut. Jetzt wollte ich nämlich zu den Geräten kommen, die ganz raus sind neben dem Faxgerät. Und da hast du einen genannt von dreien. Das Faxgerät wussten wir schon, der Anrufbeantworter ist raus.
Und jetzt Stichwort DVD, ganz verwandt, Beef. Blu-ray? Der CD-Player. Ach so, CD. Falsche Richtung. Sorry. Der CD-Player fliegt auch raus, was ich total interessant finde. Aber was ist mit dem Betamax? Betamax. Nein. Ja, und mit den Shellac-Platten. Mein Opa hatte damals einen Video 2000 Videorekorder, wo man die Kassetten tatsächlich nach der Hälfte umgedreht hat. Ja. Da ist aber lange nichts mehr von gehört. Wie ist denn eigentlich, ist da das Thema auch nochmal normale Radios? Also jetzt so, ich sag jetzt mal, die also mit normalem terrestrischen Empfang irgendwie so, sind die irgendwie erwähnt? Nein. Sind nicht erwähnt. Statt Digitalradio. Für den Krisenfall. Ja, sind genau. Nicht erwähnt. Mir fällt, wenn Opa noch den Volksempfänger aus dem Keller holt, aber das ist... Mir fällt nur auf, dass rein statistisch, wir sind hier ja zu viert, rein statistisch müsste einer von uns hier zu Hause noch mit der Hand spülen. Ja, bis vor 3 Monaten habe ich das tatsächlich getan. Jetzt habe ich eine Spülmaschine. Jetzt hast du eine Spülmaschine. Ja, in der kleinen Wohnung passte die nicht rein. Es ist tatsächlich so, dass zumindest laut diesem Artikel, nur 72,3% eine Spülmaschine haben. Das finde ich auch interessant. Das ist ja völlig gut. Vielleicht haben auch nicht alle, also ich muss sagen, zahlreiche Kinder führen auch dazu, dass das Ding mindestens einmal am Tag läuft. Mhm. Vorher geht es vielleicht auch so, weil ich sag mal, wenn du eine normal große Spülmaschine hast und bist da vielleicht in einem Ein-Personen-Haushalt, da ist ja das Zeug ja vergammelt, bevor du es spülst. Ja, okay, wenn du alleine, wenn im Single-Haushalt, aber ansonsten wirst du blöd hier die ganze Zeit. Eine kleine Anmerkung zu einem jetzt Spülmaschinenbesitzer. Ich finde, seitdem wir diese Spülmaschine haben, verbrauchen wir viel, viel mehr Geschirr. Also das ist total verrückt, wo man früher, ja, in den guten alten Handspülzeiten bis letztes Jahr Oktober, einfach sich den Topf nochmal abgespült hat und dann wieder neu benutzt hat, stellt man den Topf jetzt einfach großzügig auf den Haufen der in die Spülmaschine zu räumenden Utensilien und nimmt einen neuen. Ja, und hinterher stellst du fest, oh Kacke, ein Abendessen, die ganze Spülmaschine wieder voll. Ja, bei Sommers wurden ja auch, die Nudeln schmecken noch nach dem alten Wildschweinbraten. Oh, ist lecker. Toll, einmal durchgeschwenkt. Genau. Man kann ja auch nochmal in dem Wasserglas nachfüllen. Ja. Echt? Das ist ekelhaft. Ja, ich nehm eigentlich immer, nachdem ich einmal leer getrunken habe, kommt es in die Spülmaschine, ein neues Glas dann raus. Ja. Wie, von dir kann man noch lernen. Ich trinke auch seitdem nicht mehr aus dem Wasserhahn. Ja, den kriegt man auch so schlecht in die Spülmaschine. Das kann ich nachvollziehen. Nee, ich benutze. Ja, sei es drum. Ja, so viel jedenfalls zu den Elektrogeräten, die auf dem ab- oder aufsteigenden Ast sind hier in Deutschland. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen schlauer machen. Interessant. Cool. Dankeschön. Ich kriege jetzt keine super Überleitung von technischen Geräten zu Exkrementen hin. Aber, naja, gut, wir haben noch nicht Ventilator. Und schön, ja, das ist schön. Und wir haben noch nicht darüber gesprochen, ob vielleicht das Klo einfach irgendwie am absteigenden Ast ist. Obwohl, also ein Klo kann man gar nicht kann man nicht überschätzen, Dusche. Die Bedeutung. Also, vor allem nicht die Ferguson 2000. Ja, genau, wusch. Nee, also ich, gut, ich fange nochmal irgendwie an. Also es sind jetzt auch gar keine menschlichen Exkremente, sondern wir sind jetzt sofort wieder in die Zoologie. Wir wollen ja auch hier uns und die geneigten Hörerinnen und Hörer weiterbilden. Wombats. Australien. Ja, völlig richtig. Ich weiß nicht, ob jeder von euch so ungefähr ein Bild von so einem Wombat hat, aber... Ich würde jetzt sagen, der sieht aus wie ein Biber, wie ein fetter Biber. Kann das sein? Ja, oder so eine Art Dachs, so ein bisschen so eine Dachs-Variante in Anführungsstrichen. Ist aber durchaus auch kein kleines Wesen. Also kann durchaus 1 Meter lang werden, bis zu 35 oder 40 Kilogramm schwer werden. Also jetzt auch nichts, was einem jetzt nur so im Vorbeilaufen denkt, jo, ist halt so. Und nichts, wo man einfach so drauf tappt. Ganz wesentlich ist Wombats Kotenwürfel. Das heißt, wie geil. Wie unangenehm. Das weiß ich gar nicht. Ja, das ist voll cool. Es muss aber raus. Ne? Also wie gesagt, und das ist sehr schön. Die ist tatsächlich so, dass die im Darm ihre Exkremente zu Quadern formen und diese dann und davon auch durchaus 80 bis 100 so kleinere Klötzchen fallen lassen. Und diese würfelförmigen Kotklötzchen. Man vermutet, dass sie damit ihre Wir abstecken und auch miteinander über den Geruch kommunizieren. Ja, wenn du einen Sechserpasch kackst, bist du Rüdiger. hat er denn wirklich 6 Seiten, ja? Das ist so eine, das ist so ein Klötzchen. Also ich sag mal, mehr Backstein als Würfel, aber von der Grundform her, also eher rechteckig, aber schon würfelig irgendwie. Ich halte jetzt mal kein Bild in die Kamera, weil es keinen Sinn macht. Aber wie gesagt, das ist ganz, ganz witzig und
nochmal witzig ist, also das ist jetzt auch in einer Fachzeit, das ist grundsätzlich schon bekannt, also ich meine, man hat ja schon Wombats gesehen oder zumindest die meisten Australier und da haben sie sicherlich auch die Hinterlassenschaften von denen schon gesehen. Forscher, die haben jetzt in einer Fachzeitschrift, und das muss ich sagen, finde ich jetzt fast schon wieder witzig, da habe ich erst noch mal überlegt, ob es überhaupt stimmt, die Zeitschrift heißt Soft Matter. Da beschreiben sie, wie genau der im Darm der Tiere der eckige Kot zustande kommt, weil der kommt ja nicht so aus dem Magen des Tieres, sondern er wird in den letzten 17% des Darmes geformt durch wirklich so Muskelkontraktionen im Darm. Also das wird quasi wie so, wenn man selber so ein Mettbällchen macht oder so und das dann halt ein Mettklötzchen macht. Und, also müssen wir irgendwie mehr oder weniger eckigen Darmausgang haben. Ja, da ist jetzt kein Bild dabei, finde ich auch. Nein, aber grundsätzlich irgendwie okay. Oder die Muskeln müssen das ja irgendwie. Das wird also hinten quasi so rausgeschoben, ja, genau, in so einer mehr oder weniger. Also die Ecken sind so ein bisschen abgerundet, eben auch wie bei einem Würfel, damit er sich auch noch purzelt. Ja, moderner Wombat. Genau. Wobei jetzt manche Handys ja auch wieder weggehen von den runden Ecken, sondern die eckigen Ecken, aber ist egal. Auf jeden Fall, naja, und das ist halt so ganz, fand ich eine ganz interessante Sache und auch durchaus faszinierend. Warum? Also letzten Endes, wie gesagt, man vermutet, dass damit das Revier abgesteckt wird, wobei ich jetzt mal sagen würde, kannst du notfalls auch mit Hasen kötteln, allerdings rollen die dann möglicherweise weg, wenn du bergig im Gelände bist und die Eckigen bleiben dann doch länger liegen, weil, wie gesagt, herrlich. Vielleicht hat das auch was Evolutionäres, dass die mit den runden Kütteln irgendwie ausgestorben sind, weil sie einfach keine Frauen mehr in ihr Revier bekommen haben. Das sind so die Luschen dann quasi. Das kann sein, ich müsste jetzt mal... Ja, man kann es vielleicht auch nicht auf alle anderen Spezies übertragen. Lustig wäre, wenn die Wombats Latein könnten, dann könnten die immer kacken und sagen, Alea ejacta est. Ja, ein schöner Asterix-Spruch. Also heute wirklich eine intellektuelle Herausforderung hier, die Sendung, sensationell. Und wie gesagt, also das nur so mal zwischendurch. Also das dachte ich, bringe ich mal zwischendurch. Für Detailverliebte, also es gibt im Darm, wo sie das dann bilden, wo dann der Würfel geformt und geknetet wird, gibt es Bereiche mit zweifacher Dicke und vierfacher Steife und dadurch wird quasi diese Form erzeugt. Was ich mich gerade frage, kann man das irgendwie vielleicht zum Heizen verwenden? Also dann könnte man nämlich die Dinger, kannst ja direkt super wegstapeln und dann so ein Pellets oder so verfeuern. Ja, oder auch Baumaterialien. Eiswürfel. Also da gibt's sicherlich, ja. Eis? Ja. So vegane Eiswürfel. Oder fressen Wombats, wahrscheinlich fressen die. Nein, Wombats sind strenge Vegetarier und sind sogar relativ wählerisch bei der Auswahl ihres Futters. Also sie nehmen nicht alles, was da rumliegt. Also insofern... Also ich wette zumindest, als Dämmmaterial kann man das gut gebrauchen, aber das brauchen sie dann ja in Australien nicht. Das wäre eher ein Exportschlager. Ja, das ist dann eher ein Exportschlager, Hast du dich mal gefragt, wo die Gemüsewürfel herkommen, die du zu Hause verkaufst? Ja, oder ich komme gerade auf die letzte Sendung nochmal zurück. Wenn die Kuh jetzt so Würfel kacken würde, dann könnten die in Indien voll die sicheren Häuser damit bauen. Ja, erdbebensicher. Erdbebensicher. Der sogenannte Backsteinochse. Es gab wohl vor 40.000 Jahren auch so einen Riesenwombat, also der war ungefähr so groß wie ein Nashorn. Das wäre dann schon irgendwie, da könnte ja Ikea diverse Möbelstücke draus machen, also das wäre ja dann auch sensationell, wenn man da dann irgendwie solche Riesenklötze, muss man nur dann, dass man nicht dahinter steht, wenn es aber auf den Fuß fällt. Und die sind richtig hart, oder was? Die sind schon so ich habe jetzt natürlich keine Griffprobe gemacht. Kannst du mal so einen besorgen? Ja, ich werde mal, wenn ich einen Wombat mal irgendwie auf der Straße sehe, wie gesagt, oder ich fliege mal eben nach Australien. Haben wir eigentlich auch so ein Dienstreisebudget? Dann würde ich mal drüber nachdenken. Die einzige Bedingung ist, man muss mit dem Bus fahren. Oh. Also mit diesem Bonanza-Bus. Das zieht sich möglicherweise bis Australien ein bisschen. Also dann vielleicht. Aber jetzt mal ernsthaft, vielleicht gibt es ja hier in irgendeinem Zoo einen Wombat. Dann fahren wir da mal hin und interviewen mal den Zootypen. Das wäre ja mal ein Ansatz, genau. Ja, also ich fand das irgendwie so hochspannend und wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ich meine, ich kenne ja noch, alle kennen wahrscheinlich von den Kinderzeiten auch noch, ne? Wer hat den Maulwurf auf den Kopf gemacht? Ich weiß nicht, wer das Kinderband kennt. Ja. Ich wollte es gerade sagen, mein kleiner Sohn, der soll jetzt trocken werden. Und dann haben wir so diverse, ich gehe aufs Töpfchen und juhu, so geht das, Bücher bestellt. Und das Ekelhafteste, das ist wirklich fragwürdig, da ist so eine ganze Reihe Tiere, die sich alle quasi Seite für Seite in die Windel kacken und dann machen die Windel auf. Ne? Dann der Hase, der kackt dann halt so Köttel da rein. Die Kuh, die macht dann so einen Kuhfladen. Ein Hund macht halt einen Hundehaufen und so weiter. Und immer stehen die anderen Tiere drumherum, gucken in die Windel rein und sagen, ii, das stinkt. Ne? Es ist wirklich ganz komisch, vor allem auf einer Seite gucken alle Tiere dem Hasen in den Po rein. So, der steht da und hat, ich weiß nicht, das war so voll empfohlen, dieses Buch. Aber geil wäre, wenn die da noch so einen Wombat mit aufnehmen könnten, der dann so
eckige Würfel machen? Weil das ist doch bestimmt so eine mindestens 500.000 Euro Frage bei Wer wird Millionär? Also, glaubst du doch nicht, dass einer eckige Würfel kackt? Also ich hab auch noch nie davon gehört. Also irgendwie insofern fand ich jetzt auch tatsächlich ein bisschen ulkig. Und wie gesagt, also so richtig weiß man auch nicht. Also wahrscheinlich, damit es nicht wegrollt, so ganz banal. Also damit es einfach einigermaßen festliegt. Aber ist es da? Warum will man das? So. Ja, war auch noch die Bombe drin im vorigen Leben, keine Ahnung. Also, wahrscheinlich, damit die Fressfeinde, die dem Wombat hinterherlaufen, darüber stolpern. Ja. Das dann, aber warum ist dann der Riesenbombard ausgestorben, der ja dann noch größere Klötzchen gemacht hat? Also, der ist selber drüber gefallen. Ach so, meinst du, er ist nicht mehr drüber gekommen? Ja, hat er im Kreis gekackt und kam nicht mehr raus. Ja, genau. Hat sich selber eingesperrt. Oh, shit. Ja. Oh, Mann, ey. Letzte berühmte Gedanken. Ach, Leute. Shit. Wunderbar heute wieder. Ja. Sehr schön. Ja. Also, habt ihr schon mal eine Tankstelle überfallen eigentlich? In der letzten Zeit nicht. Nö. Also, ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube nicht. Also, ich überlege es zu machen. Vielleicht. Nein, kann ich natürlich hier nicht auf der Sendung sagen. Aber der Stern hat schon Ende Januar eine ganz coole Geschichte gebracht über einen Tankstellenüberfall in der Slowakei, der ein ungewöhnliches Ende fand. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Vielleicht liegt es auch an meinen Suchbegriffen. Ich weiß es nicht. Ein Tankstellenüberfall? Nee. War das der Suchbegriff? Nein, du wirst gleich sehen, was der Suchbegriff war. Tankstellenüberfall in der Slowakei fand ein ungewöhnliches Ende. Wenn ich den Titel vorlese, dann, ich lese mal einen Teil davon vor. Übernehmt ihn gerne, ich kann nicht mehr, wird eine Frau zitiert, die einen Tankstellenüberfall mit Oralsex beendet hat. Frau beendet mit Oralsex einen Tankstellenüberfall. Einer Frau gelang es, den Räuber abzulenken, bis die Polizei kam. Dazu griff sie zu drastischen Mitteln. Was ist passiert? Ein Typ stürmt in die Polizei in der Slowakei, in der Nähe der Stadt Bratislava, der Hauptstadt, und ja, will die ganze Kohle. Du hast gerade gesagt, stürmt in die Polizei, in die Tankstelle. In die Tankstelle. Ja, sorry, wäre doof. Ne? Ja. Sonst wäre doof. Dann wär doppelt doof. Kommt es ja nicht zum Blowjob da. Also, nein, in die Tankstelle natürlich. Ein 24-Jähriger, eine Shell-Tankstelle, wird hier geschrieben, und zwang einen Mitarbeiter, ihm, jetzt nicht, ne, was ich gerade gesagt habe, sondern einfach ihm den Inhalt des Kassenregisters auszuhändigen. Einen anderen hat er davor noch einen ins Gesicht gehauen. Der ist abgehauen und hat die Polizei gerufen, der Geschlagene. Und dann hat er aber den Hals nicht voll gekriegt, der Mann wohlgemerkt, und ist irgendwo ins Hinterzimmer gegangen, wo noch ein Tresor war. Und dann kam, das weiß man bis heute hier nicht, warum diese Frau dann da auf einmal da auf die Szene trat. Die kam dann auch in dieses Hinterzimmer rein und soll begonnen haben, den Täter abzulenken, Gedankenstrich, indem sie ihn oral befriedigte. Der Polizei bot sich beim Eintreffen am Tatort ein ungewöhnliches Bild. Demnach lagen der Täter und die Frau unbekleidet auf dem Boden, als die Beamten eintrafen. In einem der Räume sahen die Polizisten, wie die junge Frau an dem Mann sexuelle Handlungen vornahm, sagte ein Polizeisprecher. Als sie die Polizistin bemerkte, hörte sie auf, übernehmt ihr ihn, ich kann nicht mehr, soll sie mit vollem Mund nein gesagt haben. Der Täter habe sich nicht ohne weiteres verhaften lassen. Es sei gewaltnötig gewesen. Ja, verhaftet, ja. Und statt Handschellen klickte das, was ich dir jetzt durchs Fenster reiche. Ups, ihr wolltet ja Beweismaterial. Oh, ich will es nicht sehen. Ich habe das Ganze gegoogelt und bin tatsächlich auf einen Wikipedia-Eintrag gestoßen. Und ganz rechts oben ist ja immer so ein Foto. In dem Fall direkt mit Dödel, Käfig quasi in Betrieb genommen. Und ich dachte, okay, jetzt weiß ich alles, aber klappt mal die Innenseite auf. Sag mal, du hast es jetzt in deinem Auto. Ja, kein Lexikon-Artikel ohne Hintergrundinfos, weil mutmaßlich derselbe Typ, der uns sein Gemächt mit Peniskäfig hier in die Kamera zeigt, ist nämlich auch im zweiten Teil des Artikels nochmal auf dem Rücken liegend, nackt, mit hochgehobenen Beinen beim Gespankt werden. Das sieht so ein bisschen wie auf dem Wickeltisch aus. Richtig. Also, das ist ein bisschen eklig. Ja, und deswegen wollte ich ja letztes Mal euch eigentlich Beweise
ersparen. Aber ihr habt es ja darauf angelegt, jetzt wisst ihr Bescheid, die Bilder sitzen fest, ebenso wie natürlich der Tankstellenräuber. Liebe Zuhörer, weißt du, woran mich das erinnert? Weißt du, woran mich das erinnert? Der Beef kann es nicht wissen. An deine Studentenzeit. Nein. Doch, nein, deine Poloch-Sonne-Reiner, ne? Ja, genau. Du hast den Backkatalog gehört. Das Poloch-Sonne. Das ist genau so ein Bild vom Poloch-Sonne, wo sich Josh Brolin den Anus verbrannt hat. Das fand ich einen der witzigsten Artikel, die ich zumindest hier mal mitgebracht habe, weil er das so schön beschrieben hat. Aber ja, das muss man jetzt natürlich nicht zu Hause haben. Faszinierenderweise, wo ich das gehört habe seinerzeit, ich habe mich wirklich gefragt, wie man auf die Idee kommt, Poloch-Sonnen zu betreiben. Also ja. Aber jedenfalls danke, Prollo, dass du uns, dass du deine Hausaufgaben erfüllt hast und uns ein Bild von diesem Peniskäfig nachgeliefert hast. Ben, ich muss unbedingt, das fällt mir jetzt ein, im Anschluss an deine Tankstellengeschichte ganz kurz einschieben, eine andere Tankstellengeschichte, kein echter Raub, die auch passiert. Ich habe den Artikel jetzt nicht mit, ich hatte ihn aussortiert, aber trotzdem sehr geil. Da ist irgendwie ein Typ mit seinem Kumpel an die Tankstelle ran, zum Tanken logischerweise, Tank voll, Fahrer rein und irgendwie hat er aber nicht genug Kohle mitgehabt oder gar keine Kohle, weiß ich nicht, stürmt raus aus der Tankstelle, springt in sein Auto, rast weg und hat aber blöderweise seinen Kumpel vergessen, der dann noch an der Tankstelle stand, unverrichteter Dinge und dementsprechend dann leider der anrückenden Polizei dann auch sagen musste, mit wem er denn da angefahren kam zur Tanke, also unmöglich. Auch solche Geschichten gibt es, dumm gelaufen. Ja. Ja, in dem Fall gefahren, aber da kommen Getränke durch die gut. Tür. Ja, ich muss irgendwas drüber schütten über die Bilder. Ja, so, das reicht mal in den Sommer weiter. Ja. Wir sitzen ja hier quasi in der... Aber jetzt stell dir doch mal bitte vor, du bist der Kumpel. Du fährst mit deinem Kumpel tanken, du bist der Beifahrer, du stehst da draußen rum oder vielleicht guckst du so im Kiosk so ein bisschen die Zeitschriften an. Plötzlich rennt dein Kumpel wie blöd raus, rast weg und du stehst da. Also wenn ein guter Kumpel bist, behauptest du, wärst per Anhalter unterwegs gewesen. Genau. Ne, kenne ich nicht. Oh, was ist das denn für eine schöne Dose? Ja, ich habe, auch um den Ben so ein bisschen zu ärgern, der jetzt wahrscheinlich heute richtig mal mit Alkohol loslegen wollte, habe ich mal was Gesundes gekauft. Aber immerhin hast du was dabei, die anderen haben ja gar nichts mitgebracht. Handelsmarkenprodukt, wie man so sagt. Nein, aber hier steht ja oben Rewe beste Wahl. Ja, und man weiß, wenn ein Produkt als Handelsmarke verkauft wurde, weiß man, das Thema ist eigentlich durch. Ja. Mate ist ja irgendwie das Szenegetränk der, was war es, Nullerjahre? Ich weiß es nicht. Ich bin bei sowas immer hinten an. Ja, ein schönes Mate-Getränk mit, Mate-Geschmack, sagen wir mal. Also ob da jetzt tatsächlich Mate drin ist, sei mal dahingestellt. Das schmeckt nicht Mate-Extrakt, 0,14%. Ja, das kann ja hier mit der Plörre von deinem Sohn da mithalten, die ja auch als Eistee-Produkt beworben wurde und dann irgendwie so 14% Pülverchen enthielt oder 0,14. 0,14. Genau. Ja, aber zumindest die Dose sieht gut aus. Die sieht gut aus. Die kann man sich in den Schrank stellen. Kostet nur 25 Cent, wenn man so will. Und ist das Trendtier des letzten Jahres, ein Lama, das war auch das Wortspiel, Lamate drauf, das aus irgendeinem Krug mit dem Strohhalm trinkt. Und das sieht man ja überall. Es hat den Nutri-Score D, was heißt das denn? Viel Zucker. Ziemlich scheiße, aber noch nicht E. Ich wollte gerade sagen, guck halt einfach die Zutaten, Wasser, Zucker. Und sicherheitshalber noch Ammoniak-Zuckerlikör. Ja, genau. Okay, also der Verbraucherbeauftragte vom Benanza-Bus, Prollo Ferrari, bringt uns also die zweitschlechteste Kategorie, ungesündeste Kategorie Getränk richtig. Mit. Ja. Verstehe. Ich finde bei sowas immer diese Diskrepanz zwischen schicker Dose und Bezeichnung und der Realität dahinter. Also ich zitiere hier mal aus der Herstellerangabe Schwabenfrucht Konservenvertriebs GmbH. Ja, da kommt so richtiges Karibik-Feeling auf, würde ich mal sagen. Da steppt das Lama. Paderborn. Was übrigens Paderborn mit Schwabenfrucht zu tun hat, wäre noch die nächste Frage. Also ich... Ja. Das ist wohl wahr, ja. Aber es ist vegan. Das ist doch auch schon mal was. Also keine echten Lamas. Lamaten. Wie heißen die? Lamas drin. Lamas-Tee. Nee, das war... Lamas-Tee. Auch ein schönes Wort. Ja, passt. Das ist dann die Eistee-Variante. Ja. So, ich wünsche euch auf jeden Fall gutes Trinken.
Das riecht gar nicht so schlecht. Ein Glück ist der Bus hier vollgestopft mit Bier. Zumindest der eine Sitz ist vollgesifft mit Bier. Aber was sagt man jetzt zum Lama, wenn man Mate trinkt? Ich würde sagen Namaste. Ja. Sag mal, während hier angetrunken wird, mal eine ganz schräge Story kurz eingeworfen. Den Gianluigi Buffon, den kennen wir ja alle, den Torwart, den italienischen, dessen Vorname ich so grandios gerade ausgesprochen habe, der wird jetzt vielleicht gesperrt, weil er auf dem Platz Gotteslästerung begangen hat. Also er muss wohl geflucht haben und damit irgendwie Blasphemie begangen haben beim 4-0 Auswärtssieg. Und jetzt muss er sich vorm Sportgericht verantworten. Und es ist wohl so, dass in Italien regelmäßig Spieler tatsächlich gesperrt werden wegen blasphemischer Äußerungen. Wie findet ihr das denn? Ich finde das ja den Hammer. Ich wüsste mal gerne, was er jetzt konkret gesagt hat. Das steht hier leider nicht drin. Also das steht hier nicht drin. Das ist jetzt vom 27. Januar. Ich habe extra heute nochmal gegoogelt und geguckt, ob es mehr Details mittlerweile zum Fall gibt. Aber dem ist nicht so. Aber offensichtlich darfst du, weiß nicht, sonst wen beleidigen übel. In Italien ist ja auch wirklich einiges los auf dem Platz und auf den Rängen. Aber den werten Herrn dort oben im Himmel, den musst du wohl in Ruhe lassen. Tja. Ich glaube, im Moment guckt er aber auch keine italienische Liga. Also ich glaube, da können sie fluchen. Ja, aber das ist wohl auch so, dass jetzt mangels Zuschauer das dann auch auf allen Tonbändern zu hören ist. Das ist wohl auch das Problem. Wir müssen sich dann zusammennehmen. Nee, würdet ihr euch das wünschen, dass wir das hier auch haben? Nein. In der Bundesliga? Würde mir wünschen, dass man das wieder nicht hört, dass wieder die Fans da drin sind und das überschreien. Ja. Genau, mit auch möglicherweise blasphemischen Äußerungen. Aber Also ich finde es schräg und ich finde es total daneben und wollte nur jetzt mal, um mir nicht den Vorwurf, dass ich hier einen Jura-Blog betreibe, wollte ich mir nur gerade einen Seitenhieb auch auf Deutschland erlauben. Es gibt nämlich tatsächlich den Paragraphen 166 Strafgesetzbuch, wonach auch das Beschimpfen von Religionsgemeinschaften und so weiter, wenn es geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, strafbar ist. Also du musst den öffentlichen Frieden stören, das ist Bedingung, sonst ist nicht strafbar. Aber wenn du das hinbekommst, dann gehst du auch vor den Kadi. Jetzt mal so für den Verbrechenslaien, was ist denn öffentlichen Frieden stören? Also dieser mit Tankstellenüberfällen, Sturm aufs Kapitol. Das, gut, okay. Aber da ist ja nicht die größte Sorge, wenn du danach schreist. Und Gott ist übrigens außerdem scheiße. Das ist ja irgendwie dann vielleicht nicht das größte Problem. Ja, aber dann kommst du wahrscheinlich gar nicht mehr lebend raus. Das, genau, ja. Von den ganzen anderen Bigotten, die mit dir reingestürmt sind wahrscheinlich. Richtig. Ja, den öffentlichen Frieden stören, das ist eine gute Frage. Aber gemeint ist damit, wenn du damit eben erreichst, dass irgendwie eine Religionsgemeinschaft oder deren, sag ich mal, Anhänger dann wahrscheinlich entsprechend ausrasten. Keine Ahnung, ob dafür aber noch legale Demos reichen oder ob die dafür irgendwelche Randale lostreten müssten. Aber nochmal die Frage, ich bin jetzt weder mit dem italienischen, mit den italienischen Grundrechten und so weiter vertraut, noch bin ich Jurist, aber wie ist denn das, widerspricht das nicht der freien dem Recht der freien Meinungsäußerung? Also wenn da so ein Gianluigi Buffon sehr gut, irgendwie sagt hier, das ist aber alles scheiße und überhaupt scheiß sonst was oder keine Ahnung, was er geflucht hat. Ja. Da ist das nicht seine persönliche Meinungsäußerung und die ist grundsätzlich frei? Mit Sicherheit ist es eine Meinungsäußerung, aber es ist ja immer so, ne? Grundrechte auch in Deutschland können auch eingeschränkt werden. Da steht dann immer die Frage im Raum, ist da etwas, was höher, was mehr wiegt als die Meinungsfreiheit? So, und wenn die Italiener sagen, uns ist das wichtiger, dass der da oben nicht beleidigt wird, weil sonst regnet es nur noch 3 Monate am Stück, dann musst du halt anscheinend die Klappe halten. So ist das. Und was hier diese deutsche Geschichte angeht, da gibt es natürlich auch wahnsinnig viel Kritik dran an diesem Paragraphen, dass es den überhaupt gibt. Ja. Und zwar auch aus einem Grund,
Weil der Beef, der hat eine ganz coole Frage gestellt. Ich habe es hier gerade nämlich mal bei Wikipedia gegoogelt. Was ist eigentlich öffentlicher Friede, der gestört sein muss? Und viele Juristen, die jetzt hoffentlich auch in Scharen diesen Podcast hören, weil der Sammer hier immer diese Jura-Themen zieht, aber viele Juristen bemängeln, dass dieser Begriff zu vage definiert ist, denn er bezeichnet den Zustand eines von der Rechtsordnung gewährleisteten, frei von Furcht voreinander verlaufenden Zusammenlebens der Bürger und das Vertrauen in der Bevölkerung mindestens einer nicht unbeträchtlichen Personenzahl in das Fortdauern dieses Zustandes. Also wenn du quasi dazu aufwiegelst, andere Religionsgruppen in ihrem friedfertigen Fortstand oder Zustand dazu beeinträchtigen und in ihrem Vertrauen, dass das alles friedlich abläuft, dann störst du den öffentlichen Frieden. Tja, offensichtlich. Ja, die Vorschrift ist wohl ziemlich daneben. Den öffentlichen Frieden kannst du natürlich auch nur stören, wenn du eine große Religionsgemeinschaft irgendwie, beleidigst, weil wenn da irgendwie, keine Ahnung, ein kleiner Verein mit 5 Leuten sich beleidigt fühlt, dann kann der öffentliche Frieden kaum gestört werden. Aber wenn es eine große Religionsgemeinschaft ist, schon eher. Also es ist für mich total für die Tonne, so eine Vorschrift, gehört abgeschafft, Punkt. Ja, trotzdem muss weniger geflucht werden. Ich finde das gar nicht gut. Jetzt, wo man alles hört, sollten die auch ihrer Vorbildrolle gerecht werden. Was ich aber noch viel schlimmer finde, ist, dass die dann irgendwie schön zum Friseur gehen und in Urlaub fliegen und all diese Sachen. Ich glaube, das ist unter uns gesagt viel schädlicher zum für Sport den öffentlichen gehen. Frieden als zum Sport, dass sie auf Fußballplatz Sport machen dürfen. Nein. Aber das ist viel schädlicher für den öffentlichen Frieden als vielleicht so eine im Affekt gesagte Aussage da. Ne? Ja, ich fände es ja schön, wenn sie wenigstens dann kreativ fluchen würden. Das finde ich immer noch ganz angenehm, wenn man mal was lernt. Ja, der schöne Italiener, ich habe mal so eine Studie gesehen, die Deutschen, die fluchen immer sehr fäkal. Mhm. Und die Italiener, die fluchen immer so genital, also die immer ihre Genitalien. Das haben sie daran getestet, dass die Taxifahrer einfach mal so ein Mikro mitgegeben haben, wie die im Straßenverkehr. Und dann hatten sie so einen Taxifahrer, das ist, glaube ich, auch bei Night on Earth, von das ist Jim Jarmusch, dieser Film. Jedenfalls sagt er dann, ich krieg's auf Italienisch nicht zusammen, aber übersetzt, mir platzen gleich die Eier. Okay. Ich mir vorstelle, mir platzen gleich die Eier. Ach ja. Ja, bei uns geht's dann den Leuten manchmal nur auf den Zünder, ne? Wie jetzt da beim Pokal aus. Ich könnte Würfel scheißen. Ja. Ja, genau. Sagt der Wombat. Sagt der Wombat. Erinnert ihr euch eigentlich noch an die Geschichte mit der Straßenbahn? Hatten wir auch hier in dem Podcast die herrenlose Straßenbahn, die durch Bonn rollte. 8 Stationen, das war... Hab ich auch gelesen. 2019 irgendwann. Ja, die war ja nicht mal herrenlos, die war ja nur von einem leicht unpässlichen Fahrer bedient. Ja, stimmt. Und deutsches Witzchen war führerlos. Führerlos, ja, so sagt man es. Führerlos. Und führerlos seit 1945. Ja. Der Führer ist ein so armes Schwein, er hatte keinen Führerschein. Genau. Das ist von Werner, ist aus den 80ern. Ja. Auch schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Ja, traumhaft. Also es waren 20 Passagiere und der unpässliche 48-jährige Straßenbahnfahrer in dieser Bahn, der war bewusstlos und wie sich rausstellte, ich weiß gar nicht, ob wir das damals aufgeklärt haben, hatte der einen epileptischen Anfall bekommen und ist jetzt verknackt worden, der Mann. Oh. Ja, der ist verknackt worden zu 2.500 € Geldstrafe vom Amtsgericht Bonn. Warum? Weil er diese Epilepsie, diese Erkrankung bei der Einstellung verschwiegen hatte. Der war erst 3 Monate vorher eingestellt worden als Straßenbahnfahrer und hatte sich selber gedacht, er ist seit 10 Jahren durch medikamentöse Einstellung ohne Anfall geblieben. Also muss ich das jetzt auch nicht angeben. Hat es jedenfalls verschwiegen, das ist natürlich nicht erlaubt. Hat auch nicht mit einem Anfall gerechnet. Und dann ist es dazu gekommen und es ist ja glimpflich ausgegangen, wenn man bedenkt, was hätte alles passieren können. War auch spät in der Nacht. Sag mal, wir sind damals noch mit dem Taxi dran vorbeigefahren. Wir waren irgendwie in Köln zaubern und haben noch diese Bahnen da rumstehen sehen mit der ganzen Polizei. Aber hast du nicht noch gedacht, der Bahnfahrer sei entführt worden? Ja, ja, irgend so einen dummen Spruch. Aber das könnte auch am Bier gelegen haben. Nein. Aber dann haben wir noch gefeixt und dann ein paar Tage später das hier im Bus gehabt. Und lustigerweise kann man nicht sagen, aber bezeichnenderweise
hat der Typ sich auch im Nachgang, er ist natürlich freigesetzt worden, hat er sich ein paar Monate später, 3 Monate später in sein Auto gesetzt und da ist das Gleiche nochmal passiert. Er hat wieder einen epileptischen Anfall gekriegt und ist in einer Kreuzung gegen eine Ampel gefahren. Nachdem er weit 8 Ampeln überfahren hatte, mit 28 Clowns auf dem Rücksitz. Ja, aber ist ja schon schön scheiße für den Typen, der jetzt, wenn er Pech hat, darf er jetzt kein Auto mehr fahren. Ich glaube, das darfst du eh nicht als Epileptiker. Also nee, das stimmt nicht. Du, da, wenn du eingestellt bist, entsprechend, ich kenne Epileptiker, die durchaus Auto fahren. Okay. Also wenn du entsprechend eingestellt bist, dann geht das. Ja, aber offensichtlich hat die medikamentöse Einstellung hier versorgt. Ja. Sag jetzt mal was Andi Scheuer vielleicht nicht so begeistert, aber da ja Deutschland ein wirkliches Autofahrerland ist, glaube ich, kannst du auch mit dem Kopf unterm Arm, kriegst du noch eine Genehmigung, Auto weiterzufahren. Also bis sie dir hier einen Führerschein abnehmen, glaube ich, da muss wirklich was passieren, was genau genommen nicht in Ordnung ist. Weil Ähnliches gilt ja auch für Verkehrsminister, da muss auch einiges passieren. Also das ist ja, da ist jetzt gerade der Aktuelle ja da durchaus dabei, neue Rekorde aufzustellen, was man alles so durchstehen kann, ohne dass man gehen muss. Das ist in der Tat irre. Unfassbar, ja. Naja, da rede ich jetzt nicht drüber auf, sonst kriege ich direkt wieder Blutdruck. Apropos Blutdruck. Erlaubt ihr mir noch einen kleinen Rückgriff auf die, ich glaube, drittletzte Sendung? Oder möchtet ihr lieber unterhalten werden zu später Stunde? Nein, ich finde, wir sollten immer diese Bezüge wiederherstellen. Das habe ich ja auch gerade gemacht. Ich möchte nämlich jetzt einen Bezug herstellen, nämlich zum WDR. Die haben nämlich ebenso wie wir vor 3 Folgen über das Wort Zigeunersoße gesprochen. Und bei denen ist es ein bisschen ins Höschen gegangen, weil sie nämlich auch wie wir 4 Dilettanten hatten, ohne Ahnung. Aber eben mehr Publikum oder man könnte auch sagen, qualitativ einfach unserem Niveau nicht gewachsen waren. Und das weiß der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin wahrscheinlich. Da ging es ein bisschen hoch her, weil nämlich, ja, wie gesagt, 4 Ahnungslose über Zigeunersoße gewitzelt haben, ob man das jetzt nun noch sagen dürfe oder nicht. Ich habe es mir, weil ich ja Recherche-Hasser bin, nicht angeguckt. Naiv und empathielos sei die Diskussion gewesen, heißt es hier beim RND, Redaktionsnetzwerk Deutschland. In einem Interview allerdings, ich will die Sache nämlich jetzt überhaupt nicht mehr aufwärmen, mit einem Sprachforscher, Herrn Dr. Anatol Stefanovic, über diskriminierende Sprache. Und da wollte ich euch so 2, 3 Anekdoten zum Besten geben, weil ihr euch ja auch gefragt hattet, ja, was können wir die Thematik überhaupt beurteilen? Sind wir eigentlich und überhaupt? Und wie kommen die armen Schnitzelliebhaber an ihre Zigeunersoße, wenn sie das Wort nicht mehr sagen dürfen. Ja? Und ich habe erstmal eine schlechte Nachricht am Anfang für euch. Die Sprachentwicklung ist im Grunde mit einem Alter von Mitte 30 beendet. Das heißt, das Sprachgefühl entwickelt sich nicht mehr weiter, ist dann gefestigt. Mit anderen Worten, wir, die wir hier in den 3 Bussen sitzen, haben, glaube ich, bei dem Thema einfach verschissen. Was? Ja, und umgekehrt muss man aber auch sagen, also das Wort, das Z-Wort nenne ich es jetzt einfach mal zukünftig auch generell, das stammt im Grunde aus den 50ern, also Quatsch, also nicht das Wort, sondern die Soße, ja, sodass das Argument, wie soll ich dann noch meine Soße bezeichnen, jetzt nicht so stichhaltig ist, ebenso wenig stichhaltig wie die Soße wahrscheinlich, ja, und letztendlich, man könnte jetzt über das Wort philosophieren und das hatten wir auch, glaube ich, angesprochen, über die historische Dimension, dass eben Leute entsprechend verunglimpft worden mit einem Wort, was jetzt einfach aus dem Grund für eine Soße nicht mehr herhalten sollte. Ja, also für euch die schlechte Nachricht, euer Sprachgebrauch ist letztendlich, ja, im Eimer. Ihr werdet euch irgendwann als Rentner am Fenster wiederfinden und Kindern Dinge hinterher brüllen, wo die sich denken, was hat der Alte geraucht? Ja, aber letztendlich, der Sprachwissenschaftler zieht da auch nochmal die Parallele zum Gender-Sternchen und anderen Kreationen. Also alles ist letztendlich, wenn es weglassen muss oder in dem Fall ändern muss, erstmal umständlich. Ja, und am Ende gewöhnt man sich aber auch dran. Er prognostiziert da übrigens, dass so ein Gender-Sternchen in ein paar Jahren, ebenso wie das alte SZ nach den alten Rechtschreibregeln, keinen mehr interessiert. Ja, ob es jetzt das Sternchen sein muss, Doppelpunkte oder was weiß immer,
ich vermute mal, da wird sich eine Lösung finden. Darf ich mal ganz kurz was so fragen? Gehen dann sicher. Was ist denn eigentlich die Botschaft von dem Typen? Die Botschaft ist jetzt, mir zu sagen, dass ich mich nicht mehr ändern kann. Nee, nein, das habe ich jetzt da rein interpretiert, weil ich dich ja kenne und deinen Altersstarrsinn. Nein, die Botschaft ist, dass man sich halt auch mal Mühe geben muss. Ja, dass man nicht aus Gewohnheit einfach Begriffe benutzt, die anderen Leuten einfach vielleicht nicht nur so aufstoßen, sondern wo sich andere verletzen. Vielleicht ja, verletzt ja. oder beleidigt fühlen. Aber genau, das haben wir doch da gesagt. Da muss man eben, genau. Deswegen sind wir ja auch im Gegensatz zum WDR, ist bei uns eben nicht das Code in den Ventilator geflogen. Ja, und sondern außerdem, wir sind quasi im Kopf noch 25, will ich mal behaupten. Ja, das kann natürlich sein. Und was ich ganz besonders bin im Schritt noch 17. Prollo, was ich ganz besonders interessant finde jetzt daran, dass du jetzt ja auch mit dem Sprachwissenschaftler kommst, ist an dieser Runde, die Anlass jetzt auch für dieses Interview war, beim WDR hat auch Thomas Gottschalk teilgenommen, der da einen unglaublichen Dünnschiss von sich gegeben hat. Das. Und Thomas Gottschalk ist auf jeden Fall mindestens ein einfacher Preisträger einer Gesellschaft für deutsche Sprache, also einer, glaube ich, sogar staatlichen Einrichtung. Ich möchte ihm nicht absprechen, dass er tatsächlich rhetorisch durchaus in der Lage ist, gut zu sprechen, aber jetzt das im Kontext mit dieser Runde und im Kontext mit dem, was du da gerade vorgetragen hast, ist das für Thomas Gottschalk schon ziemlich peinlich. Also ich will da auch jetzt gerade weder für Thomas Gottschalk, ich weiß, da war noch Vicky Beißenherz dabei, von dem hätte ich tatsächlich mehr erwartet, weil das ist ja so einer von diesen Comedy-Schreibern und Gag-Schreibern und so, die haben halt schon, der hat eigentlich schon was im Hirn und weiß auch mit Sprache umzugehen. Also der kann sich tatsächlich noch weniger rausreden als von Thomas Gottschalk und wer war denn noch dabei? Janine Kunze, glaube ich noch und das weiß ich nicht mehr. Aber ich habe hier noch Jürgen Milski, den ich nicht kenne, stehen. Ja, doch, das ist hier irgendein Big Brother-Typ. Big Brother, also der kann sich schon rausreden. Ja gut, das sagt doch eigentlich der alles. Der kann sich am besten rausreden. Der hat, glaube ich, kein Problem damit. Aber also was ich glaube, ist halt auch so ein bisschen das Sinn, da muss ich jetzt, glaube ich, mal so die große Medienschelte ansetzen, das sind halt auch diese Sendeformate. Also so Talkshows sind halt relativ billig, wenn da irgendwelche mehr oder weniger bekannten Spacken sitzen und die da wird halt auch viel Dünnpfiff gelabert. Das ist halt so knapp über dem Biertisch oder Stammtisch und die kriegen die Themen vorher und so ein Thomas Gottschalk, ich meine, der ist nun Medienprofi oder Fernsehprofi genug, dem brauchst du 3 Minuten vorher zu sagen, hier guck mal, es geht in die Richtung und dann wird dir da irgendwas zu sagen, was halbwegs ohne Gestammel ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist erstmal dahingestellt. Ich glaube, das sind leider auch diese Sendeformate, die wirklich, das ist einfach nur, das sind halt Dünnpfiff noch verwartet. Du solltest dich mit dem Sprachwissenschaftler wirklich mal auf ein Bier treffen, der sagt nämlich genau das. Ich habe schon lange keine hohen Erwartungen mehr an solche Talkformate, wo kontroverse Themen auf unterhaltsame Weise diskutiert werden sollen. Das ist dieses alles zu Tode unterhalten. Also das ist leider, ist glaube ich schon ein Problem. Also das. In dem Zusammenhang möchte ich eine neue Rubrik einführen, das vertonte Meme, kann man sagen, oder was auch immer, den vertonten Spruch, WhatsApp-Spruch, aus dem WhatsApp-Status von Beefs und meinem gemeinsamen Kumpel Ulf. Wenn du tot bist, weißt du nicht, dass du tot bist. Aber für dein Umfeld ist es hart. Genauso ist es, wenn du blöd bist. Also, das kann man, glaube ich, zu Talkshow-Formaten heutzutage ja, zumindest sagen. Zumindest zu den meisten, also zu diesen auf Unterhaltung getrimmten. Also da mag es sicherlich auch mal ein paar mit seriöseren Ansätzen geben, aber allein die Flut von den Formaten und es gibt dann auch nur eine begrenzte Anzahl von Leuten. Das heißt, das ist ja hier so dieser Lauterbach-Effekt. Ne? Da sitzen dann auch immer die gleichen Gestalten da irgendwie drin. Ich meine, ich habe nichts gegen den Lauterbach. Der ist, glaube ich, einer der wenigen, der zumindest was die Pandemie angeht, einer der wenigen, der Ahnung hat von dem Thema. Ich finde, der sollte trotzdem weiter Filme spielen. Ja, genau. Nee, aber das ist. Ja. Ist, glaube ich, das falsche Format für seriöse Auseinandersetzungen mit Dingen. Man muss halt auch sagen, der Anspruch ist meiner Meinung nach auch einfach höher an so ein eine Riesenanstalt mit unfassbarem Budget und einfach auch Experten. Weil 4 Leute irgendwo zusammenfärchen, die dann Scheiße labern, das kannst du auch billiger haben, habe ich gehört. Aber da hätte ich jetzt auch einfach erwartet, dass dabei sowas mehr rumkommt und nicht die Sendezeit verstreicht. Ja, aber nochmal, und dann ist es ja nochmal doppelt bitter, jetzt auch für Gottschalk und für das Sendeformat, wenn also diese 4 Vögel, die da in irgendwelchen Bussen zusammenhocken, jetzt nur mal als Beispiel, völlig hypothetisch,
wenn die ohne nennenswerte Vorbildung, was das Thema angeht, das irgendwie tatsächlich noch ein bisschen seriöser erfassen. Das ist ja schon fast erschreckend. Damit will ich diese vier Typen gar nicht erhöhen, sondern die anderen eher absenken. Wer sind denn diese vier Typen? Keine Ahnung. Kennst du nicht, ne? Okay, wie gehört. Wie gesehen. Ja, und vor allem dieses unvorbereitete Stolpern in irgendwelche Themen, wo man kaum oder keine Ahnung von hat. Ja, das muss man einfach können. Ja. Ja, genau. Aha. Was man auch können muss, ist zum Ende zu kommen. Wenn man nichts mehr zu sagen hat, kann ich nicht sagen, weil ich habe hier noch eine ganze lange Latte an Presseartikel. Leg deinen Kindskäfig bitte wieder an. Nein, aber wir haben jetzt über eine Stunde gequatscht und eigentlich wäre das der Zeitpunkt für den berühmten Quickie unseres Herrn Sammer. Ja, sehr gerne. Du hast da bestimmt was vorbereitet. Ja, ich hab was sehr, sehr Kurzes vorbereitet. Ein eigentlich bekanntes Thema, aber ich fand es einfach, dass es das Ganze nochmal so verdeutlicht, einfach, dass ich es dann doch in den Bus genommen habe. Und zwar hat ein CNN-Reporter mit einem QAnon-Aussteiger gesprochen, also ein Interview geführt mit einem ehemaligen QAnon-Anhänger. Und da möchte ich eigentlich nur zwei, drei Zitate draus präsentieren. Der Journalist heißt Anderson und der stellt da die Fragen dem QAnon-Ex-Anhänger. Und jetzt fragte er ihn, ob er auch daran geglaubt habe, dass hochrangige Politiker und Politikerinnen Kinderblut trinken. Darauf antwortete der Jadeja, heißt er irgendwie, der ehemalige QAnon-Anhänger, Anderson, ich dachte, Sie tun das und dafür würde ich mich jetzt gern entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich dachte, Sie essen Babys. Da war der Journalist dann ziemlich baff über so eine klare... Also Sie großgeschrieben? Sie oder? Großgeschrieben, ja, Sie, also Sie, Herr Anderson, dass Sie, ich dachte, Sie würden Babys essen. Ja? Und dann schiebt er an späterer Stelle noch nach und jetzt passt auf. Ich glaubte wirklich, dass hinter QAnon eine Gruppe von fünfdimensionalen, extradimensionalen, außerirdischen, zweibeinigen Vogel-Aliens steckte, die man blaue Aliens nennt. Jo, so viel wollte ich einfach nur mal kurz als Quickie hier in die Runde geben. Man weiß ja, dass das verrückt ist, aber ich finde, wenn jemand das selber nochmal sagt, das selber nochmal dieses Verrückte, was man irgendwie so eher wie so eine Fiktion immer nur über die Medien aus zweiter, dritter Hand präsentiert bekommt, einfach auch nochmal von jemandem sozusagen ins Gesicht gesagt bekommt, finde ich das einfach nur noch, ja, weiß nicht, wie es auf euch wirkt, aber auf mich einfach nur strange. Ja, das ist von vorne bis hinten strange, aber irgendwie passt das so in die Zeit. Die Leute sagen, was sie wollen, und kommen damit weg und offensichtlich glauben auch noch einige, was sie da sagen. Ist leider erschreckend, aber wahr. Nochmal zum Verstehen. Fünfdimensional, extradimensional. Ja, Gruppe von fünfdimensionalen, extradimensionalen, außerirdischen, zweibeinigen Vogel-Aliens. Was immer das, vielleicht ist das auch in Übersetzung schiefgegangen. Also nee, das ist wirklich so gesagt. Fünfdimensional, extradimensional. Traumhaft. Ja, da musst du erstmal drauf kommen. Ja. Also ich möchte es jetzt nicht ausweiten, das Thema. Das ist ja jetzt hier nur der Quickie gewesen. Aber ich habe mal gehört, dass das Ganze ohnehin gestartet wurde als Joke, diese ganze Bewegung. Das würde passen. Ja. Das würde wirklich Das sollte passen. Wohl ursprünglich ein Joke sein und hat sich dann verselbstständigt. Also das ist das, was ich mal gelesen habe. So viel dazu. Ist nicht ganz unplausibel. Ich glaube, das trifft auch auf unseren wunderbaren Podcast zu. Er hat als Joke gestartet und dann irgendwie verselbstständigt. Und deswegen ist es auch immer wieder lustig, mit euch hier zusammenzusitzen. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Zieht euch warm an, der Blizzard kommt. Der Blizzard kommt und ja, wir sind jetzt hier noch ungeschoren davon gekommen, aber ab morgen geht die Welt unter, wenn man das Radio so hört. Alles Gute für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Schreibt uns fröhliche Briefe, was auch immer. Wir brauchen mehr Interaktion. Faxe. Solange es noch geht. Ja. Ja, faxt uns. Genau, der Ben Cartwright veröffentlicht unsere Faxnummer auf seiner Seite. Genauso, der kann jetzt wieder faxen, ja. Genauso wie seine WhatsApp-Nummer. Er wollte ja Sprachnachrichten. Ja, genau. Die Behälter gekommen, es sind halt alles tausende Nachrichten gekommen, kann man hier aber nicht bringen. Also dann müssen wir hier den Podcast zensieren. Nein, leider nicht, aber
Ihr könnt euch gerne austoben. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Macht's gut. Bis dann. Tschüsschen.